Willkommen zurück. Am heutigen Tag hat Ministerpräsidentin Jin in Uafira an das Ende des Locust-Krieges vor genau 25 Jahren erinnert. Heute werden wir geehrt durch die Anwesenheit zweier Generationen von Männern und Frauen, die jeder Gefahr getrotzt haben. Die Schlachten bestritten haben, die uns heute ausmachen. Darunter auch der wohl wichtigste Einsatz der Pendulumkriege. Ash for Fear. Santiago! Ich spare mir die motivierende Ansprache, Private. Sie wissen, was zu tun ist. Ja, Sir. Dann los, gehen wir's an. Türme aus, behindern ihre Kommunikation und überfallen das Labor. Die Führung will den Hammer, dann soll sie ihn auch bekommen. Alles klar, dann los! Geschaltet haben, ist ihre Basis abgeschnitten. Yes, Sir. Wir sind indisch. Da oben, knallt sie ab. Guter Schuss. Der nächste. Schnell! Gut gemacht, Soldat! Mach weiter, der Turm ist da vorn! Na los, der Major wartet schon! Handys! Der Turm ist da vorn! Das passt schon. Cleaner, Green One, nähern uns dem Streichholz. Verstanden, Green One. Und verfluchterweise das Bescheid. Okay, platziert die Ladung am Turm. Ladung platziert. Cleaner, Streichholz entzündet. Verstanden. Wir zünden unser Streichholz an in 3, 2, 1. Diese Basis ist jetzt aufgeblickt und dumm. Und vergessen Sie die Sache mit den dämlichen Codenamen, Santiago. Wir sehen uns im Labor. Ja, Sir. Das Labor ist hinter diesem Sicherheitstor. Vorwärts. MG-Nester. Wir teilen uns auf. Ihr zwei geht nach links. Ihr habt die Sicherheitscodes. Überbrückt das Tor. Und damit geht dieser Überfall offiziell los. Bewegung!
Okay, ihr wisst, wie es läuft. Die Wachen eliminieren, ins Labor gelangen, die Pläne holen, dann nichts wie raus. Was macht dieser Hammer der Morgenröte? Er gewinnt den Krieg. Wenn wir unsere Arbeit machen, werden alle Systeme gelöscht und die Indie-Forscher erhalten ein wirklich einmaliges Angebot. Okay, sind drin, dann los! Da ist das Labor! Holt sie euch! Eröffnet das Feuer! Hat das jemand gesehen? Okay, wir sind drin. Stoßen wir zum Major. Na los! Das ist für mich. So, Major! Eliminieren Sie diese Handys, damit wir die verbundene Show hinter uns bringen können! Ja, Sir! Indies! Wir kommen vom Labor! Übel, weiter so! Gesichert, Major. Das sehe ich, Private. Holen wir uns die Pläne. Aus dem Weg, Private. Diese Indie-Wissenschaftler sind uns wohl nicht gerade freundlich gestimmt. Bruce, sei so nett und öffne diese Tür. Yes, hergehört. Sind wir in 10 Minuten nicht raus, brecht die Mission ab und verschwinde. Okay, Santiago, treffen wir unsere neuen Freunde. Bin direkt hinter Ihnen, Major. Indies, linke Seite! Halten Sie zurück! Den Hammer.
Hammer der Morgenröte erbeuteten, sicherten wir das Überleben im größten Konflikt, der unsere Welt je erschüttert. Aber schon 2 Jahre später kam neuer Schrecken. Ein neuer Gegner. Ein neuer Krieg. Zentrale Achtung! Leitet den Konvoi des Colonels um! Tut mir leid, Corporal, wir sind fast da! Negativ, negativ, Zentrale! Das Haus der Souveräne ist Sperrgebiet! Corporal Kim, die ganze Stadt ist Sperrgebiet! Verstanden, Zentrale! Auf geht's, Gears! Wir müssen los, um Colonel Hoffmans Konvoi zu beschützen! Corporal, stehen unter Beschuss! Bin fast da, Zentrale! Hi! Das ist der Konvoi! Vorsicht, Vorsicht! Noch mehr von den verfluchten Gegnern! Was zum Teufel ist hier überhaupt los? Komm schon, wir schaffen das! Werfe Granate! Sie sind der Glückliche. Colonel, wir müssen da rein. Jetzt. Ich hab den Code für die Tür, Colonel. Wie schön für Sie, Söhnchen. Sichern Sie die Treppe mit dem Hammer. Ich bin sofort zurück. Oh Mann, das ist übel! Ihr habt den Corporal gehört. Lasst sie bloß nicht rein! Sie kommen direkt auf uns zu! Setzt den Hammer ein! Oh, Scheiße! Vorsicht! Schreib mich zurück! Schreib mich zurück! Auf Verstärkung, verflucht nochmal! So wird das nichts! Kämpft weiter! Der Nächste! Weiter geht's! Schnell, der Wahnsinn! Lass sie nicht in die Nähe der Tür! Das Ding! Oh ja! Verdammte Scheiße, was gemacht!
noch einer! Genau auf die Spitze! Aber der Hammer der Morgenröte ist offline. Bei Anbruch der Nacht waren bereits Hunderttausende tot. Der Tag der Ankunft trug seinen Namen zurecht. Wie viele von euch war ich damals noch ein Kind? Es war eine dunkle, furchtbare Zeit. Und unser Sieg war keinesfalls ein sicherer. Den Soldaten wieder auf die Beine. Ab mit dir! Okay, Gears, klettern Sie die Leiter hoch. Was ist passiert? Los, hoch mit dir! Wo bin ich? Nutz die Kettensäge und dann verteidige die Mauer! Verdammte Scheiße! Wir müssen diese Mauer räumen! Erledigt sie! Zeig dir, was du kannst!
Führung von Marcus Phoenix letztendlich unseren Locust ein Traum. Er hat's geschafft. Wie sehr wünschte ich, Sergeant Phoenix könnte heute bei uns sein. Haltet inne und gedenkt der Männer und Frauen, deren Opfer unser Überleben gesichert hat. Dank ihnen kämpften wir uns durch diese dunklen Stunden. Wir erleben eine neue Blütezeit. Die Welt, die die neue Kur erschuf, kennt keinen Krieg, kennt kein Leid. Eine Welt der Sicherheit, der Familie. Eine Welt ohne Krieg, den Kommst du? Gib mir eine Sekunde. Wegen eines Schmetterlings? Ja, sieh mal. Weißt du, wie ein Schmetterling entsteht? Wie durch ein kleines Wunder? Stimmt. Wenn die Larve überlebt, viele tun das nicht, dann verändert sie sich. Die kleine Larve verpuppt sich. Im Kokon zerstört und verwandelt sie sich, ändert ihre Farbe und Gestalt, bekommt Flügel, Krallen. Sie befreit sich aus ihrem Käfig und dann ist sie verwandelt und wunderschön. Du hättest nicht kommen sollen. Spar dir die Worte, JD. Die da, die kommt ganz nach ihrer Mutter. Tut sie wirklich? Tu ich wirklich. Früher haben wir Kursiedlungen beschützt. Jetzt überfallen wir eine. Ironisch, oder? Eigentlich nicht. Non-Cons begehen halt Überfälle, bis ihr zwei aufgetaucht seid. Und jetzt? Langweilig. Lieber langweilig als tot, alter Mann. Gibt's da einen Unterschied? Oh, kein Alarm. Herzlichen Dank. Langweilig wird uns sicher nicht. Aber das mit dem Sterben... Das ist nicht der Sicherheitsalarm. Oh, scheiße, eine Sturmfront. Wir können uns in der Siedlung verschanzen. Alle zum Wagen. Los! Den Hübschen nicht zurück! Los!